Ja, hey, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Hysteria. In der letzten Folge haben wir gegen Fafnir gekämpft, welcher richtig putzig war als Gegner. Wir haben so schnell weggeputzt, wie jemand nur putzen kann. Und ja, danach hatte sich wieder ein neues Tor geöffnet, ein neuer Kelch, was auch immer. Und wenn wir Pech haben, oder Glück, oder je nachdem, Ansichtssache, dann könnte das hier vielleicht sogar der letzte Part sein. Gucken wir uns mal die Charaktere an. Alle sind Level 155 und Schwierigkeitsgrad ist noch schwer, ja. Ich sollte mal vielleicht die Titel ändern, als der vielleicht der letzte Kampf ist. Und so zur Sicherheit. Ja, das kann bleiben. Artangriff von Verteidigung, ja. Dann haben wir hier Artangriff und Angriff. Was das? Hätte ich vielleicht noch vorher machen sollen, aber was soll's. Ja, du brauchst irgendwann mal einen Artangriff gibt. Was das? Artangriff 20, ja. Weiß, ob das so gut ist. Mal gucken. Dann speichern wir nochmal. Und ja. Weil vielleicht kommt ja danach immer noch irgendwas. Und vielleicht können wir den finalen Boss nochmal bekämpfen oder irgendwie sowas. Mal schauen. Aber ich würde das gerne mit diesem Part irgendwie so beenden. Also mit dem letzten Kampf hier auf der Hexeninsel. Was auch immer es sein wird. Habe ich, glaube ich, Xillia 2 abgeschlossen? Nee, Quatsch, habe ich nicht. Muss ich mal gucken. Aber ich glaube, ich würde das dann hier beenden. Könnt ihr es wagen? Ich steuere mal noch Rose. Gott verdammt. So. Machen wir halt so. Oder nee, Layla ist, glaube ich, besser. In Artangriff und so. Gut, letztes Dingen. Vielleicht. Letztes Mal war auch schon das letzte Dingen, also. Mal schauen. Vielleicht tun sich ja unendlich Dinge auf. Also immer und immer wieder. So, ich glaube. Es sah in den anderen Dingern auch noch nie so aus. Aber es ist noch eine chillige Musik. Da glaube ich noch, ja, ich habe neue Erfahrungsbonus. Ich so ein Gericht an. Nach rechts muss ich erstmal nach rechts. Ja, mit euch gebe ich mich jetzt nicht ab, ich will direkt zum Boss. Wer oder was es auch immer ist. Eintagsflügel. Ja, das sind doch auch irgendwie so. Ne, das sind neue. Also nicht neue, aber. Ja, da wären diese ganz schwachen Dinger, die ich wieder verbinden kann. Schauen, Level 155, da müsste ja wohl reichen. Weil ich bin jetzt nicht bis Level 200 oder so trainieren. Dürfte nicht so lange dauern. Müsste ich halt 50 Runs ja in diesen Aragami-Dingen machen, aber. Trotzdem, nee, muss nicht. Wohl alle anderen Tales of Spiele habe ich auf Maximum Level geschafft. Mein selbst Symphonie habe ich auf Level 200 abgeschlossen. Vielleicht wird der finale Boss ja stärker, ich muss mal gucken. Wenn er es ist, dann werde ich vielleicht noch mal den Part aufnehmen oder so. Wo wir gegen den kämpfen oder irgendwie sowas. Wenn nicht, dann wird das. Wird der letzte Kampf hier jetzt Folge sein. Mal schauen. Er ist von den Machern von Tales of Graces F. Also, und ich habe AP bekommen. Also, irgendjemand sein Ding ja vervollständigt. Yay! Schatzdetektor als nächstes. Sehr gut. Sehr gut. Zögerliche Schuhe. Ja, wenigstens irgendwie so geile Sachen werden, ne? Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ach ja. Kann ich nicht, verdammt. Also ich könnte hier irgendwas ausrüsten mit 30 Ocken. Aber habe ich nicht. Dann wollte ich noch ganze 2 Level-Ups.
oder? Nee, keine Ahnung. Warte mal. Ja. Wieso wir gerade zu rechnen ist. Das ist absolut Horror. Ja doch, ich brauche zwei. Ja doch. Sag ich doch. Was geht doch gar nicht. Egal. So. Da ist ein Ausrufezeichen. Das war sonst auch nicht immer, oder? Das ist da immer was, einfach was Rotes gewesen. Aber ich möchte noch nicht darunter gucken. Wenn da was auch immer da unten ist. Flauschiger Rollo. Oh. Wie in Tales of Xillia. Fliegt einfach so neben mir. Natürlich. Ah, könnte heute schon das Projekt zu Ende sein. Oh. Lang ist her. Wie lange spiele ich das Spiel schon? Ein halbes Jahr wieder. Ich muss mich echt beeilen bei solchen Spielen. Vor allem, ich habe irgendwie früher angefangen als einige andere Let's Player, die ich kenne. Und die haben nicht mal annähernd, die haben nicht mal über 100 Parts oder so gehabt. Und dann war das Spiel schon zu Ende. Das war vor Monat ungefähr. Also ja, irgendwie, entweder spiele ich zu langsam oder die zu schnell. Ja, vielleicht tue ich ein bisschen ordentlicher spielen halt, ne? Könnte wahrscheinlich auch was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun haben. Also, jeder Gegner irgendwie schwieriger ist. Ich glaube nicht, dass jeder irgendwie auf dem Schwierigkeitsgrad spielt. Wow, das ist schon wieder so unnötig komplex hier. Könnt ihr mir noch nicht antun. Weil eine Abzweigung irgendwie ist, dann weiß ich noch nicht schon, wie ich, oder, weiß ich doch schon wieder nicht weiter. Dann sind nur Goldthronen. Mit Müll drin, ne? Weiche Montur. Ach, das ist doch wahrscheinlich wieder links, ne? Mach mir die Dinger jetzt nicht rein und gib mir noch mal was Vernünftiges. Deswegen wollte ich ja gegen ein paar Gegner hier kämpfen, so ein paar normale. In der Hoffnung, hat die mir irgendwas geben. Vielleicht gut ist. Nein. Schau noch mal. So, Gegenstände und so müsste ich alles noch haben. Ausreichend, so. Wer oder was ist da unten? Erstmal ist da unten ein Gespräch. Also vielleicht könnte es Sophie oder Jade sein. Oder beide. Weil das sind irgendwie die einzigen, die ich zutrauen könnte, mit denen ich mich unterhalten könnte. Und es sind sogar beide. Eieiei, wird nicht gut ausgehen. また会ったね。おや、これはいいところに。本当にいいところ?はい。この遺跡の強い力の発生源は全て消失したというのに、私たちが戻れる様子はありません。そして 残った強い力の源はあなた方だけ。となれば答えは一つです。僕らが元凶だと。ジェイドは元凶を消す方法は一つだって。僕の声が。うん。聞こえるし。パートナー。やっぱりメガネだったんじゃないか。 どうしても帰らなきゃいけないの。みんなが Neue Musik und wieder wurde meine Truppe geändert. 195.
Na, 7000, das wird nicht gut aussehen. Sie sieht jung aus. Dennoch habe ich das Gefühl, dass sie schon viel durchgemacht hat. Solche Menschen begegnet man nicht sehr oft. Ha, eine Seraphstadt haben enorme Kraft. Oder warte mal, sind das überhaupt Seraphstadt oder etwas ganz anderes? Er hat auf jeden Fall schon sehr viel Kampferfahrung. Hey, die Musik kenne ich. Sei nicht das Kampfthema von Tales of the Abyss? Okay. Wie wär's mit den Alsteiler? So, dann haben wir euch. Ah. Wen gehe ich denn als erstes kaputt hauen? Ich würde ja schon eher sagen Jade, aber... Weil er... Wie viel hat er denn? Er hat... Ey, geil. Was haben wir für ein geiles Kampfthema? Ich drück ehrlich gesagt, ich drück gar nichts, ne? Aber... So, darf ich jetzt mal, danke. Darf ich jetzt mal... Ich kann nicht auf... Okay, doch. Aber die Musik ist so geil. Gehen wir jetzt auf Jade los. Oh, geil. Jetzt haben wir ein geiles Kampfthema. Der kriegt ja fast gar keinen Schaden. Ich meine, alles Teile, aber trotzdem. Aber wir werden am Ende so auf die Fresse kriegen. Noch mehr. Guck mal her. So gegen Erde anfällig? Nö. Super. Solange Sophie nicht Heilarzt einsetzen kann, wird er eigentlich kein Problem sein. So ging anfällig, ja. Ja, kommt her. Dauert viel zu lange. Spiel auf schwer, oder? Ich weiß, alles Teile, aber trotzdem. Ist mir doch ein bisschen zu schwach hier bis jetzt. Weil wenn ich den Angriffskraft von den beiden sehe. Ja, geh ruhig beide ab. Mach ich halt den, ja. Ihr seid ja schon bald tot, gleich. Dann für den Abschluss hier. Ja, schon leicht tot, Mann. Oh Gott. Im ersten Kampf war die doch viel stärker, oder? Ich doch ein bisschen mehr erwartet. Oh, Meteor Rain. Ah, brauche ich doch nicht amortisieren, hallo? Oh nein, wir sind alle müde jetzt, super. Oh, Müdigkeit geht dadurch weg, sehr gut. Oh nein. Mit Brille diesmal. Es ging mal auf die Fresse. Oh ja. Und Jade ist weg. Wenigstens ist die Musik geil. Naja. Mein Fuß ist eingeschlafen. Wunderbar.
Und den Angriff kenne ich auch noch. Gibt's jetzt hier nicht, gibt's ja jetzt hier nicht noch Turbo. Boah, ich darf mich keinen Zentimeter bewegen, weil mein Fuß eingeschlafen ist und da tut weh dann. Oder kribbelt, weil nicht, kennt man doch. Macht doch die exakten gleichen Seitwärtsschritte. Du bist nicht abfällig mit Feuer. Oh, gut. Oh nee. Was? Wie viel Schaden? Wie viel Schaden? Wir haben, ach ja, wir haben ja über 10.000 AP. Ich sehe irgendwie nicht einer, der so viel abgezogen hat. Hallo? Weil so. Du siehst aber echt geil. Warum bekommt sie jetzt so wenig Schaden? Ja, jetzt nicht am alles Teil erliegen, hat er so wenig Schaden bekommen. Ne? Ich bin schon ganz klein ein bisschen enttäuscht. So, ich brauche mal Zabet, glaube ich. Nee, da bist du auch nicht anfällig gegen. Super. Bist du denn anfällig gegen Erde? Ja, Edna, komm her. Ich tue auch mit meinen Fäusten gerne angreifen, ne? Sieht ein bisschen so aus wie bei dir. Und Heilung. Okay. Wir müssen ja mit einer Mystikart hier erledigen, aber ich spiele halt sowieso nicht in dem rechten Moment. Aber man kann es ja versuchen. Mit Sorel nur, nicht mit Edna Sorel. Soretna. Also. Tut es gerade ein Ausrufezeichen, Mann. Oh, danke. Warum hält sie jetzt so viel aus? Stehe irgendwie nicht. Ey, na komm, wir hauen die kaputt. Wo ich so viel voll mag. Kannst du mal deine Mistgard oder so raushauen? Wenn du nichts dagegen hast. Ach, das wird halt noch ewig. Warum dauert der Kampf jetzt so lange? Also vorhin hat die voll viel Schaden bekommen. Oder bilde ich mir ein? Irgendwie mehr Verteidigung oder so bekommen. So einfach nicht. Oh ja. So nicht.
Die macht uns so gut wie gar keinen Schaden, also boah. Sie sind voll außer Gefahr. Ja Gott, die gehen auf mich los. Das ist ja mal was Neues. Und schon wieder kriege ich keine Mistgarten hin. Oh ne. Und wir sind tot. Boah, wehe, wir kriegen jetzt hier noch auf die Fresse. Alter! Was ist denn hier auf einmal los? Willst du mich verarschen? Was ist denn jetzt auf einmal los? So, ja. Das ist ein Ding. Was zum? Was ist denn jetzt auf einmal los? Was zum Teufel? Was ist hier auf einmal los? Ey, warum kriegen wir jetzt so viel Schaden? Was ist hier los? Was zum Teufel ist hier auf einmal los? Ey, die one-shottet uns hier auf einmal. Was ist hier auf einmal los? Alter! Mir leid, was war's? Bin in die Fresse. Was zum Teufel ist da am Ende schon wieder passiert? Ey, boah. Aber war episch. Vage Trophäe, was? さっきなかったし。油断したらどうなったかわからないけどね。ちゃんと話さなくてごめんね。ミクリオ。この遺跡はある力を抽出し特定の対象に流し込む構造を持っていました。その対象こそ時空を歪めている元凶。しかし その力はこの世界独特のもの。私たちじゃ消せないみたい。汚れって言うんだ。それ消せる？ええ。浄化の力を持つ私たちなら可能ですわ。私たちが元の世界に戻してあげる。安心していい、ソフィー。ありがとう。その気になっていただけたようで何よりです。では しっかり頼みましたよ。しっかり。綺麗にハモりましたね。危険だって分かってる。でも、ソフィー、さっきも言ったろ。安心していい。任せて。俺は汚れを払う同志だから。オッケー。あ、これ終わったん。オッケー。 Auf euch auf. Ich vertraue nur, dass du alles Böse abwehrst. Die Quelle des Bösen. Du wirst selbst finden müssen. Ja. Was für ein Bild. Ah, Jade. Weiß man nicht, warum am Ende die voll losgelegt hat und es zerstört hat, aber wir haben es geschafft. Dann würde ich jetzt fast sogar schon behaupten, dass wir jetzt mit dem Spiel fertig sind. Also es kommt noch irgendwie ein Skit oder so. Ja. War ein gutes Finale. Hätte ruhig ein bisschen schwieriger sein können, aber was soll's.
Kann ja nicht alles haben. Ich habe da jetzt auf Dings gespielt, ne? Auf schwer, ja. Wollte schon sagen. Vor allem, die waren Level 195. Ich werde mal nach... Was? Es sind auf einmal mehrere. Ich sehe, wann kannst du in deine Höhle... Weiß ich nicht. Dann. Ja. Kann man denn den Part beenden? Also das Projekt. Mal schauen. Einfach hier. Und ja. Ich werde jetzt nochmal in den finalen Bosskampf gehen. Gucken, ob der Typ stärker ist. Wenn nicht, dann heißt es bye bye mit diesem Projekt. Gute Idee, ja, ne? Problem ist, ich würde dann gerne im Hauptmenü oder so den Part beenden, aber geht nicht. Wenn man einmal mitten im Kampf ist. Was ein bisschen blöd ist in diesem Spiel. Wo soll ich nochmal gegen den kämpfen dann? Also ich mach mal das vielleicht. Erstmal gucken wir mal, ob er stärker geworden ist. Das ist ja so manchmal so ein Trend in Tales of Spielen. Das ist gut. Ja, welches Level hast du? 104, leider nicht stärker geworden. So ein Schal. Na gut. Dann. Weil nicht. Ich kann den Part jetzt leider nicht. Ich kann leider nicht ins Hauptmenü gehen von hier aus. Das finde ich ein bisschen doof. Ganz ehrlich, das fand ich, bin ich nicht gut geregelt. Oh ja. Gut, dann. Würde ich mal dann ganz einfach sagen. Das war's dann für dieses Projekt. Ich danke euch allseits fürs Zuschauen. Was ich von diesem Spiel denke, habe ich schon im Finale gesagt. Und ja. Ja, da kommen wir auch nochmal rein. Weil nicht, dann sehen wir uns irgendwann im nächsten Projekt, im nächsten Tales of Teil. Okay, gut. Ich werde jetzt den Typen vielleicht noch in den Hintern versohlen. Außer meine Charaktere hier machen das schon. Und läuft alles nicht so, wie es will heute. Und ja, dann sage ich, lasst mich vielleicht hier verabschieden. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und man sieht sich im nächsten Projekt. Tschö. So, jetzt komm her. Ah!